Ne? Weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht holen wir noch ein anderes. Mal schauen, mal schauen. So. Yo! Wie geht's? Wir brauchen ein Feuerviech. Ein Feuerviech brauchen wir auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Bäm! Da kennt Geva ja keine Gnade. Plaudergeier ist nice. Ich weiß jetzt nicht, wo ich Plaudergeier hier finden kann. Kein Plan. Ob das überhaupt geht. Vielleicht in der Safari oder so. Ich weiß nicht, aber eher unwahrscheinlich. Es müssen ja Viecher sein, die ich hier fangen kann. Ne? Der Pokéball da, den will ich mir holen. TM32. Doppelteam. Naja, so viel hat's nicht gebracht, aber trotzdem. So, kleiner Mann, du willst ja auch noch dich mal duellieren. Dem. Ja, aber wir kommen aber richtig zügig voran mit der Shiny Story, ne? Muss man schon sagen. Muss man echt sagen. Nee, mit, Alter, ich bin tot. Dann wird Zigzag sich zerstören noch. Nee, Latios bekomme ich mit, Eon-Ticket. Nice. Zigzag hat geregelt. Yeah, level up. Nee, brauchst du nicht, mein Freund. Du brauchst nur VM-Attacken. Mehr nicht. Was war hier nochmal im Haus? War hier Schaufler irgendwas sowas? Okay. Aschetasche, okay. Ja, danke für die Aschetasche, mein Freund. Coole Hütte auf jeden Fall. So eine Hütte hätte ich mir gerne auch gebaut. Nicht in so einer komischen... in so einem komischen Baum drin. Sieht auf jeden Fall stylisch aus. So. Warum ist hier nichts drin? Laubwechselfeld, Freunde. Und somit auch eine Station, wo wir endlich jetzt mal andere Pokébälle uns kaufen können. Und zwar Finsterbälle. Ne? Wir haben jetzt bis jetzt alle Viecher mit Pokébällen gefangen, weil wir keine andere Möglichkeit hatten. Hör mir gut zu, es geht um Professor Cosmo. Er wurde entführt von irgendein seltsames Team. Ha, ich tendiere auf Team Bla. Diese Schurken haben sich Team Aqua genannt. Ach so, offenbar hacken sie irgendwas aus, das mit dem Meteoriten zu tun hat, den Professor Cosmo erforscht. Er war so froh, jemanden gefunden zu haben, der sich für seine Forschungsarbeiten interessiert. Und dann hat er irgendwelche Gauner gefunden. Oh je, oh je, oh je. Bist du dieses Jahr auf der Konichi? Nee, aber auf der Gamescom. Auf der Konichi weiß ich nicht. 50%, weiß ich nicht. Bitte sag alles wie, ich brauche deine Hilfe. Diese Schuften wollen Professor Cosmo Forschungsarbeiten bestimmt für irgendwelche Schanddaten zweckentfremden. Ja, wahrscheinlich. Der arme Cosmo, den müssen wir auf jeden Fall mal holen. Nee, aber auf der Gamescom bin ich unterwegs. Ne? Freitag und Samstag auf der Gamescom. Kommt da einfach mal vorbei. Konichi schaue ich mal, je nachdem, Lust und Laune. Würde ich da mal vielleicht vorbeischauen. Ich war schon auf der Konichi vor ein paar Jahren. Ich war einmal da. Ey. Was soll das? So.
Ich hatte bei der Shiny Story meine Shinies, ja. Aber gerade jetzt haben wir eins gefangen, und zwar das Voltoball. Und somit brauchen wir es erstmal nix. Hey. Ach so, falscher Dings. Hey. Hey. Ich brauche Finsterball. Boah. Wucher! 10 Stück kann ich mir nur holen. Aber besser etwas als nichts, ne? So, da haben wir ein bisschen mehr Bälle am Start. Mal gut speichern hier auch. So, hier ist wieder so eine Schönheitshalle, wo man halt schöne Sachen machen kann. Und hier ist... Hier kann man Schaufler sich holen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Am Ende des Ganges aber erst, ne? Ah, ne, hier bei denen schon. TM28 Schaufler. Hat er mir schon gegeben, nice. Was gibt's eigentlich für Pokis hier? Ist das Dicktree oder so drin? Dicktree oder so? Das wäre auch ziemlich cool. Okay. So, hinter sein Haus einfach eine Höhle. Party, Party, Party. Ah, hier ist nichts. Hier ist irgendwie nichts. Schade. So, raus hier. So, gegen den kann man eigentlich antreten. Aber nö. Wir haben keine Angel bekommen, merke ich gerade. Wir haben eine Angel ignoriert. Das war bei der... Beim ersten Orden konnte man sich unten eine Angel holen, ne? Haben wir einfach ignoriert. Shit. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal, eine Angel. So, was geht hier ab? Wow! Ein kleiner Dings, warte mal. Was ist das? Habe ich immer so ein Verlangen, einfach es zu schauen, was das ist. Oh, Whippetiss! Okay, Whippetiss ist auch nicht schlecht, ne? Aber erstmal uninteressant, Whippetiss. War ziemlich cool, so ein Whippetiss. So, Community-Treffen auf der Gamescom, natürlich. Genau das kann man dann da machen. Der sieht aus wie in so ein, hier, Agumon-Kostüm. Ist aber eher so Greymon, ne? Aber sieht halt wie ein Agumon-Kostüm aus. Ich habe ein Agumon-Kostüm, ich bin so cool. Guck mal, wie grimmig der schaut. So richtig aggressiv. Aggressiv, der Kleine, ne? Bei 110 Encounter habe ich das Voltoball mir ergaunert. Die 110 steht da noch extra unten drunter. Oh, really? One-Shot nicht. Mal ein KP, Punkt. So, dann nochmal. So, jetzt machen wir keine Faxen hier, mein Freund. Ey, das ist ein Viech, was eigentlich schon tot ist. So, nice. Volltreffer. Hätte ich vorher Volltreffer gemacht. Wer will das denn lernen? Ach so. Ja, machen wir so. Mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall weiterentwickeln, das Voltoball. Den Elektroball. Hätte ich voll Bock. Sieht noch geiler aus. Vom Design her. Noch schräger.
At random Poké. Ist das ein Shiny? Nö. Nö. Dann ist es auch uninteressant. Das ist ein Live-Let's Play. Alles wird auf YouTube hochgeladen. Hey, ihr da! Wo wollt ihr mit Professor Cosmo hin? Stehen geblieben. Sonst gibt's Prügel. Hier ganz... Oh, shit, bin ich... Oh, bin ich besser rechts gelaufen? So. Okay. No, Mino. Komm zurück, mein Freund. Haha. Nice. Tschüss. Oh. Wieso one-hit ich nix? Wett sogar die Attacke ab. Das wird ja immer lustiger hier. Nice! Voltoball erreicht Level 9, 17. Nice! Möchtest du wechseln? Ne, ich kämpfe hier mal weiter. Reicht nicht so ganz aus. Ja, lass mich in Ruhe. Dann kriegst du halt die volle Power hier. GG. Du. Sehr schön. Ach so. Runter. Da unten ist ein Pokéball. Freunde, darf man nicht vergessen hier. Energiestaub. Nice. Gegen den müssen wir kämpfen. Yo, Wanderer, wie geht's dir? Holy Dolololo. Come on, guy. Wanderer Jano. Okay. Aber das wäre auch cool, wenn Nintendo mal so bringen würde, dass man at random auch die Gegner in Shiny Poké sieht. Nur mal so. Ne? Nur mal so. Nicht mal unter Para, nix. Wow, really? Sogar ein Volltreffer. Sorry, Voltoball, sorry. Aber der Gauner ist ja echt hart unterwegs. So. Komm, geh weiter. So, nice. Soll ich noch da bleiben oder nicht? Doch, wir bleiben noch. Wir bleiben noch. Oh. Popel-HP hängen. Aber bei mir auch, mein Freund. Bei mir auch. So schnell lässt Gehweier nicht hier locker. Und tschüss. Nice. So, Guys, auf geht's, weiter.
Zack. Weg. Nice. So, ab geht's in die Höhle. Ab geht's, Freunde, in die Höhle. So, schauen wir mal, was die hier zu sagen haben. Weiter, weiter, weiter. Wir machen hier ganz schnell, Freunde. Jetzt bin ich überlegen, wie kommt man nochmal zu der vierten, zum vierten Orden? Irgendwie über den Stallpass runterlatschen und dann auf der linken Seite muss ich rüberspringen, ne? So irgendwas war das. Das war letztes Mal so ein bisschen ein Problem. So, Team Aqua mit der schönen Lady hier vorne an der Kamera, die ein Grinsen hat, als wäre sie Weltmeister. Ist mir doch egal. Muhaha. Ist mir aber nicht egal. Muhaha. Mein erster Kampf an deiner Seite, Sakali TV. Ich lege mich besser im Zeug. Jo, mach das. So, Guys, auf geht's. Nice! Doppelkampf mit Maike hier an der Seite. Okay, sie hat da so ein Viech. Ich habe. Gut, mein Viech wird wahrscheinlich sterben. Aber gut, vielleicht setze ich noch eine Attacke durch. Oder auch nicht. Wenn der Gegner schneller ist. Die war ja erstmal tot. So. Nächstes Pokémon. Ja, sonst bleibt noch Zickzacks übrig, aber gut, das mit diesen Konstellationen hier werden wir es auf jeden Fall rocken. So, gehen wir auf doppelt hin. Ich glaube, eine doppelte Attacke. Hier, Maike, da muss man auch was machen, ne? Sonst wird das hier nichts. Sonst wird das hier nichts. Ja, das sieht doch besser aus. Das kann auch eng sein, ne, das Ganze hier. Alter Schwede, sind die Tanke hier, die Dinger. Ja, 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 alles okay, alles okay. Alles easy. Fokus, Fokus. Ich glaube, das kriege ich mit hin mit Steinhagel. Müsste hinhauen. Ja, nice, passt. Tschüss. Tschüss. So, noch ein Viech auf der rechten Seite. Das werden wir jetzt fokussieren. Wer soll das vergessen? Ach so. Nee, ich brauche kein Schutzschild. Nee, nee. Alles easy. Das bleibt so. Okay. Eigentlich müsste das Reptane da klären, rechts. Ganz easy. Oder auch ich. Oder auch ich. So muss das sein. So, top. Top, 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 Freunde. Arrrk! Das ging nach hinten los. Das kannst du laut sagen. Wir haben es geschafft, Sakali TV. Oh ja, gib 5, gib 10. Ja, Freunde, das war's erstmal mit den Ganoven hier. Und dann geht's Richtung vierten Orden. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt heute noch machen sollen. Müssen wir mal schauen. Ach, Team Aqua kommt noch mal ein bisschen Hallihallo zu sagen. Ah, ist nicht so schlimm. Meine Counterzahl bei Mew ist über 9000.
Über 9000 bin ich schon bei Mew, Soft Resets oder beziehungsweise Runways. Also ich laufe immer zurück und hin und her und her und hin und hin und her. Immer dasselbe eigentlich. 9000, ich denke mal nächste Woche werden wir die 10.000 schaffen bei Mew. Ja, so einfach ist das. Geht flott. Naja, flott nicht, aber man muss am Ball bleiben, ne? Irgendwann kommt das in Shiny und dann rasten wir komplett aus. Okay, die gehen zum Berg. Aber ich nicht. Mein Name ist Mark. Mark Rischke. Ich leite eine Organisation namens Team Magma. Unser Ziel ist es, die Menschheit ins Glück zu führen. Ja, nee, ist klar. Das glaube ich dir, mein Freund. Das glaube ich. Ja, ich sind beide schlimm, ne? Team Aqua und Team Magma. Man sagt Team Magma, Aqua, die raucht gut so ein bisschen, aber eigentlich nö. Beide sind Ganoven. So. Ich blick nicht mehr durch. Ist ja auch kein Wunder, wenn so viele Leute auftauchen. Ja, aber was noch viel wichtiger ist, Professor, geht es Ihnen gut? Er steht immer noch total neben sich, okay? Das wird nichts. Sakali TV, lass uns Professor in sein Labor im Laubwechselfeld zurückbringen. Kommen Sie, Professor. Oh shit, ich bin jetzt dann automatisch in diesem Haus, ne? Boah, shit. Ach nee, Quatsch, ich muss da mit dieser Seilbahn hochlatschen, ne? Und dann von da zum Steilpass runterlatschen. Genau so war das, ja. Genau so war das. Oh, Professor, ich bin ja so froh, Professor, 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 Professor. Was können diese Leute von vorhin bloß mit den Meteoriten des Professors vorhaben? Man hat ihnen sofort angesehen, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Wir sollen uns alle vor ihnen Acht nehmen. Aber um dich und dein Pokémon-Team mache ich mir sowieso keine Sorgen, sagt Halitvi. Denn du hast 4 Shinies und da kann man nur noch rocken. Jedenfalls bin ich hier dir und deine Freundin sehr dankbar dafür, dass du mich gerettet hast. Deshalb schenke ich dir einfach mal das Katapult TM23. Wow, vielen Dank, Professor. Das wäre also erledigt. Jo, das wär's. Und dann, ja, können wir. Spart mir ein bisschen Zeit. Tada, da sind wir. So. Hallo. Können wir ein bisschen aufpäppeln? Tipp, 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 tipp. So. Dann können wir da schon mal hinlatschen einfach. Und beim nächsten Mal weitermachen. Würde ich mal so sagen. So. Dann haben wir heute ein bisschen Shiny gemacht. Haben wir einen Shiny gefangen. Und Story. Storyline-mäßig. Oh shit, hier sind viele Trainer, die wir nicht besiegt haben. Shit. Jetzt muss ich mal aufpassen, sonst gibt's Schläge. Pokémon? Ja. Diesmal ein Poké. Oh, ein kleiner Stein. Ein kleiner Stein. Am uninteressant, ehrlich gesagt. Deswegen weiter. So. Oh shit. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Nice. Nice. Weiter geht's. Ha. Oh. Jo. Freunde, ne? Sowas kannst du mit einem Eilrad machen. Da bist du auf jeden Fall richtig am Start. Ich glaube, die ist die richtige, oder? Ja, einmal mit einem Seilbahn hier unterwegs, bitte. Was war das? Hä, was war rechts eigentlich jetzt? Oh yeah, Freunde, so geht die Reise weiter und weiter. Nice. Jo, danke. Vielen Dank für die Fahrt und auf Wiedersehen.